Ja, ich habe ein bisschen was nebenbei gemacht. Ich muss mal kurz die Vorhaben nochmal mir markieren oder aufmachen. Offenbar das doppelt aufgemacht, läuft. Und zwar Vorhaben. Vor dem nächsten Stream Theme erstellen, das habe ich gemacht. Ich hoffe, habe ich alle Sachen mit da drin. Richtlinien, Themes, Theme Manager. Also ich habe hier so einiges. Wie weit kann man hier nicht? Display Custom. Nee. Included. Ich habe hier einiges gemacht. Also einiges ist drin, wie ihr sehen könnt. Bei manchen Sachen habe ich einfach alle genommen, weil was weiß ich, bei Offices und so weiter habe ich alle genommen, damit wir ein bisschen Varietät drin haben. Bei den Farming-Sachen, Forestry und so weiter habe ich alles gemacht. Und da, wo wir halt Geist noch Sondersachen hatten, da habe ich halt quasi nur die Sachen davor so mit ein bisschen Varietät gemacht, bevor wir halt die Sachen bekommen können. Sprich, das ist ein gutes Beispiel. Hier Commercial, Eco Commercial geht halt nur mit High Density und Level 3 geht es erst los. Das heißt, ich habe vorher noch die anderen normalen genommen, Level 1, Level 2 und so weiter. So, das haben wir geschafft. Heißt, wir enablen das Ganze und nehmen Edenthal. Ja. Wie ihr auch sehen könnt, wir müssen hier noch das District machen, das habe ich noch ganz vergessen. Wir haben 25.590. Leute, wir haben knapp 500.000. Ich habe jetzt irgendwie auf dem Plan, wenn ich es richtig sehe, Metro, öffentlicher Personal- und Fernverkehr, das noch ein bisschen erweitern. Ampelanlagen nur auf Hauptstraße zur Hauptstraße und der Rest mit Vorfahrtsstraßen und 34.000 erreichen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der Ampelanlage. Das ist mit Ampeln und so weiter. Ja. Ja, würde ich sagen. Haben wir eine Ampelanlage? Haben wir eine Ampelanlage? Frage ist, wollen wir es. Oh Gott! Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Allerdings haben wir keine Buslinie, das heißt. Das macht noch wenig Sinn, weil dann könnte man nämlich die. Vielleicht, wenn das möglich ist, sogar eine Buslinie gesondert machen. Okay, was heißt, wenn es vielleicht möglich ist? Das ist, glaube ich, diese Seite hier, wenn ich es richtig sehe. Wobei die Ampel grün ist, das ist halt auch wieder merkwürdig. In der Moment. Sind irgendwie alle grün, die sind rot. Könnten wir zumindest auch damit ein bisschen spielen, aber erstmal. Oh, zeitgesteuerte Ampeln. Gehen wir einfach auf Ampeln setzen und gucken, wo wir Ampeln haben. Hier brauchen wir Ampeln. Nach dem Plan. Hier brauchen wir keine dafür, aber Vorfahrt gewähren. Genauso wie hier. Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren. Vorfahrt gewähren. Dann sind wir schon hier. Dann haben wir diese Strecke schon mal so gut wie durch.
Hier haben wir Ampeln, hoffe ich mal. Oh, hier sollten Ampeln sein. Das sind Ampeln. Hier sollte keine Ampel sein. Da sollte eine Ampel sein. Keine Ampel. Ampel. Keine Ampel. Keine Ampel. Zumindest aktuell. Und das geht dann Richtung Farming-Gebiet. So, dann haben wir hier noch eine größere Straße. Große Straße auf große Straße. Große Straße auf große Straße. Große Straße auf kleine Straße. Dann sind wir bei der großen Straße. Dann haben wir hier nochmal dieses Verbindungsstück. Zack. Zack. Hier. Das sind echt viele. Okay, das war's. Ich glaube, das war's. Oder? Hier noch? Da haben wir. Hier haben wir jetzt. Hier gibt es kein Verbindungsstück. Das dürfte es jetzt ja schon gewesen sein. Da noch. Und dann geht die Straße bis nach da unten. Ja, das passt. Das passt. Das heißt, wir haben das jetzt eigentlich. Obwohl, nevermind. Genau, wir haben es eigentlich schon geschafft. Ja, ja. Oh Gott. Na, kann man nochmal kurz Autosave machen? Die Straßen da oben haben wir und auf einem Gebiet, jetzt müssen wir noch um diese hier kümmern. So, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt gewähren. Ampel. Keine Ampel und Vorfahrt gewähren. So, haben wir hier noch kleine Straßen. Ups. Vorfahrt gewähren. Da haben wir auch Vorfahrt gewähren. Dann hier noch eine Ampel. Hier eine Ampel. Ist jetzt eine Ampel hin? Ja. Auch hier ist es, glaube ich, nur kleine Straßen bis auf hier. Hier ist noch mal eine Verbindungsstück. Gut, das ist dann hier eine Ampelanlage. Gab es dann hier noch eine Verbindung sonst wo irgendwo hier, ne? Ja, kann man auch mit Ampeln arbeiten. Ansonsten war es das ja eigentlich. Das war's dann. Also haben wir das schon mal geschafft. Kann ich jetzt auch schon mal streichen. Stimmt, wir müssen mehr Bürger ausbilden, genau. Wir brauchen Schulen, ganz vergessen. Ganz vergessen. Wir brauchen Oberschulen. Oh Gott, Grundschule. Okay, die sind ja doch relativ gebildet bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ist halt die Frage.
Platzmäßig passt das hier nirgends, wenn ohne was kaputt zu machen. Obwohl hier. Das hier noch hin. Ja, dann machen wir aus kaputt. Hier machen wir auch was kaputt. Dann platzieren wir das mal hier. Ja gut, wir haben echt. Oh yeah, das sind echt jede Menge Leute. Das Problem ist, wir haben halt. Oberschule haben wir. Universität haben wir nicht. Ort ist bereits belegt. Es kann ja nur Strom sein, genau. Brauchen wir aber nicht mehr hier. Das heißt, wir können uns hier eine Universität hin platzieren. Das sollte den Bedarf dann schon mal, die Kapazität, ja, das sollte den Bedarf schon mal decken. Bürgermeisterabschluss 38%, das ist, oh Gott, oh Gott. Ja gut. Öffentliche Bibliotheken. Natürlich eine sehr geringe Range. Aber vielleicht fahren ja auch Leute hin. Wir sollten an solchen Orten vielleicht auch nochmal eine Linie hinmachen, die zu solchen Orten führt. Freie Schule, eine kleine. Eine Alternative zur Grundschule, eine freie Schule. Eine freie Schule. Hier platzieren. Oh. Da passen ja kaum welche rein, ne? 250 und hier passen 300. Ja, gut. Alternative zur Oberschule. Bieten wir einfach mal ein paar Alternativen, würde ich sagen. Und da wir hier hinten halt noch extrem viel Platz haben, was das betrifft. Bedeckt mir dafür doch schon ordentlich. Ja, Modell der Kunst kann man immer noch mal machen. Oberschule, Gast, die Kapazität ist dort schon mal gestiegen. Die Bibliothek. Das sollte das Ganze ja wahrscheinlich sogar schon steigern. Ja, ich denke, das sollte fürs erste Mal prinzipiell reichen. Kurz bei 10.000. Was wir halt auch machen könnten, wir könnten die Kaimauer hier ein bisschen erweitern. Zum neuen Gebiet so gesehen. Ja, das ist eine. Ein Kai. Haben wir das Territorium zumindest schon mal abgesteckt. Das wird ja wahrscheinlich hier einiges unbewohnbar machen, obwohl das ja eigentlich gar nicht mal so ein verkehrtes Territorium dann ist.
lassen, halt, wie es ist, würde ich sagen. Was ist, wenn wir die Straße hier reißen und neu legen? Was brauche ich die hier? Mehr Gebiete zum Bebauen, wobei das eher nicht da der Fall ist. Hier hinten hatten wir ja nicht. Mal gucken, vielleicht können wir trotzdem noch was Schönes rausmachen. Oder wir reißen die Straße ab und setzen nochmal neu. Kann natürlich auch helfen. Wo war ich stehen geblieben? Hier, keine Ahnung, genau. Zack. Zwar ein bisschen bergauf und bergab und so weiter, aber ja, passt. Zack. Dann lassen wir den ganzen Spaß mal weiterlaufen. Genau, wo ich schon mal hier dabei bin. Da haben wir das Gebiet jetzt abgesteckt. Das Gebiet ist einigermaßen abgesteckt. Könnten wir vielleicht mal hier ein Gebäude machen. Eine Feuerwehr. Und Polizei passt eigentlich auch. Und jetzt können wir auch das Gebiet hier nochmal machen. Das haben wir natürlich immer noch nicht gemacht gehabt. Auenviertel, okay. Hätte ich natürlich schon vorher machen sollen, weil ja. Ups. Ein großes Gebiet hier. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt natürlich wieder ein paar Gebäude und ein paar Leute wieder verlieren werde. Wir machen mal die Richtlinien. Nee, das geht schon mal gar nicht. Wobei.
Ne, es geht nur für Gebiet, von Gebiet für Gebiet. Wer meint? Industrie 4.0? Dann halt nicht so, sondern dann müssen wir es eben fix machen. Oh ne, das war falsch. District. Selbstversorgen, glaube ich. Ja, das war's, glaube ich. Sind wir hier? IT-Cluster, Selbstversorgen, alles klar, perfekt. Ja, das, wie wir sehen, wir verlieren ordentlich Leute. Vielleicht will ich vorher nochmal nachsagen. Ja, hallo Michaela, das war gerade irgendwie noch das Dings im Dings. Das. Ich hatte leider. Wer ist das? Noch ein, den Editor noch im Bild. Okay. Dann Manuel. Das war natürlich klug. Hätte ich auch dran denken können. Na gut. Das geht schon mal wieder in die richtige Richtung. Zwei überqualifizierte. Ja. Na gut. Egal, das wird eventuell, genau, das wird er irgendwann nochmal hier sich ausbauen lassen. So, was haben wir noch einen Plan? Stimmt, dann könnte ich das ja mal machen.